Einen wunderschönen guten Abend zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind erneut in einem kleineren Krieg mit Deutschland. Schaut an und für sich ganz gut aus. Also, wie ihr seht, wir haben schon relativ viel erobert. Deutschland bittet bereits um Frieden, aber ich warte noch, ob nicht irgendeiner meiner Verbündeten irgendetwas von den Osmanen verlangt. Das wäre toll. Also vor allem Griechenland könnte was von den Osmanen verlangen. Die haben einen gratis Kriegsgrund gegen die. Wieso lade ich die eigentlich zu dem Krieg ein, wenn sie dann nichts machen in diese Richtung? Na gut. Da haben wir gewonnen. Ist wieder ein Teil von Sachsen. Oder vielleicht können auch die meine deutschen Verbündeten irgendwas verlangen, das gibt es ja wohl nicht. Können ja, keine Ahnung, Hessen oder so irgendwas von ihnen verlangen. Ich weiß nicht, ob sich das dann ausgeht mit den Kriegsgründen, aber versuchen könnte man es ja. Naja. Egal. Da sind noch immer relativ viele deutsche Truppen hier. Oh, die frischen Truppen dort. So, Gadanis, das war glaube ich schon das vorletzte, was wir hier erobern können. Und schau mal, Scheik, sind wir auch ein paar Osmanen losgeworden, da haben wir jetzt ein bisschen uns erholen. So, ihr holt euch vielleicht in Pilsen oder in Karlsbad oder so. Geht schneller. So, ihr unterstützt die Schweden da oben mal. Ah ja. Die Schlacht von Minden haben wir auch gewonnen. So, wohin geht's hier nach Osnabrück? Auf nach Osnabrück. Okay. Gut, da kann er mal erholen. Liskat, okay. Weiter nach Sofia. Burg haben wir auch gewonnen. So, die Oldenburger Armee. Jetzt mal schauen, ob wir da reinkommen. Und ein bisschen helfen. Oldenburg wird belagert.
Als wenn irgendjemand was von den Osmanen verlangen würde. Zum Beispiel den Zerfall des Osmanischen Reichs oder so irgendwas. Gut, du gehst mal daher, nein, du gehst daher wieder zurück. Und sagst vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. So. Wie schaut's aus? Hat schon jemand einen Kriegsgrund hinzugefügt? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch viel zu einfach. Ach, kommt schon. Irgendwas. Ich will nichts hinzufügen, das würde meine Infamie so hoch auftreiben. Osnabrück war auch geworden, da steht kein Stein mehr. Gut. Okay. Schau schon. Enten im Tirana. Gut. Na gut, soll sein. Das ist grausam. Zurück nach Flensburg. Ihr auch nach Flensburg. Du nach Kiel. Du daher. So, du gehst auch wieder zurück. Ludwig von Mises, der sagt mir irgendwas. Mises war ein österreichischer Ökonom, der den wachsenden Einfluss der keynesianischen Wirtschaftskonzepts auf die Handlung des Staats während der 1930er Jahre kritisierte. Von Mises argumentierte, dass der Versuch des Staats, seine Ressourcen zur Wiederbelebung der Nachfrage in der Wirtschaft einzusetzen, für diese ein gefährliches Inflationspotenzial schuf und außerdem die Fähigkeit des Marktes zur Gleichgewichtsfindung zwischen Angebot und Nachfrage zur Gewährleistung wirtschaftlichen Wachstums stark schädigte. Von Mises war darüber hinaus ein scharfer Kritiker sozialistischer Wirtschaftsmodelle. Er behauptete, solche Modelle würden die Fähigkeit des Marktes eliminieren, Preisstufen zu ermitteln, die basierend auf der Güternachfrage ein adäquates Angebotsniveau gewährleisteten. Okay, also das ist einer von den Neokons, könnte man die heute nennen. Stark wirtschaftsliberal. Soll sein. Schaut so aus, als würden wir dieses Dings da gewinnen.
Hallo, Kriegsziele. Hallo, Kriegsziele. Kann jemand bitte Kriegsziele hinzufügen, der nicht ich bin? Ich würde die auch erfüllen. Ich bin echt nicht so. So, du kriegst wieder einen Anführer. Genau, nein, Hortstein. Du kriegst den Hortstein und gehst aber dafür zurück nach Dings. Nein, brauchen wir nicht daher gehen. Da haben wir schon alles erobert. Du fährst doch mal daher und erledigst mal dieses Schippernakel hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat echt keinen Kriegsgrund mehr dabei. Tja, erniedrigen würde sich ausgehen. Das kostet 3. Dann sind wir 25,25. Würde mir ein wenig Prestige bringen, ihm Prestige kosten. Oder einen Marionettenstaat entlassen. Und dann gründen wir die vielleicht Rumänien. Und Rumänien ist wiederum so eine Sache. Moldawien könnten wir versuchen zu entlassen. Wieso kann ich da nicht fortfahren? Okay, ich kann das ja nicht machen. Er lässt mich nämlich nicht. Finde ich gut. Ah, vielleicht, wenn ich da ein Friedensangebot habe. Geht jetzt? Nein, er lässt mich auch nicht machen. Das ist ja ärgerlich. Wieso kann ich dem... Vielleicht, wenn ich dann über die 25 kommen würde. Nein. Verstehe ich nicht. So geht das nicht. Dann können wir auch gleich die deutschen Dings annehmen. Ich hätte aber schon ganz gern, ich meine, wenn ich da jetzt schon Krieg führe, dann soll das schon irgendwie mehr bringen als nur diese eine kleine Region. Ich meine, okay, es bringt eine vollkommene Erniedrigung Deutschlands, aber dafür alleine kämpfe ich nicht. Die Osmanen, das wäre schon sehr schön, wenn wir da noch ein bisschen was von denen rausschlagen könnten. Ja, vielleicht sollte man langsam heimgehen mit denen, die wir da noch rumstehen haben. Weil, ich glaube, die deutschen Truppen haben wir jetzt alle besiegt. Auch nach Posen. Stettin. Noch deutsche Krone, sagen wir mal.
30. Du gehst. Ah, du hast doch nicht wirklich viel am Kampf teilgenommen, gell? Du gehst nach Bufador zurück. Ich habe offensichtlich vergessen. Du gehst nach Luzern. Ich glaube, außer die zwei Gebiete, wo ich da jetzt noch erobere, habe ich eh nichts mehr. So, diese Armee geht nach Posen. Komm schon, Griechenland, ich weiß, du willst das. Verlange von den Osmanen was. Das kann es ja wohl nicht sein. Okay. Sehr gut. Ah, Moldawien ist kollabiert. Okay. Okay. Ist aber noch ein Satellitenstaat von den Osmanen. Komisch. Sie sind kollabiert, aber trotzdem noch Satellitenstaat. Das ist ja wohl unglaublich. So, dritte Armee geht nach Prag zurück.
Und Wahlen haben wir jetzt auch bald wieder. Tja, was machen wir? Jetzt daher. Yay! Ein Kriegsziel, der Supi. Ich hab's nicht mehr für möglich gehalten. Schau was an. Osmanen, wie wär's mit einem Frieden? Rumänien erobern, fortfahren. Was heißt abgelehnt? Seid ihr das Wahnsinns fette Beute? Ist euch eigentlich bewusst, dass wir ein paar Tagesmärsche vor Istanbul stehen? Hast du eigentlich gesehen, was ich mit deinem Land gemacht habe? Und du lehnst das ab? Wo ist Rumänien überhaupt da? Ist ja perfekt. Das gehört auch zu Rumänien, gell? Boah, ist eh klar, dass sie das haben wollen. Das ist ja monstermäßig. Das macht ja Griechenland schon zu einer Monstermacht hier. Na gut, soll es sein. Sobald wir Istanbul haben, werden sie es annehmen. So, du gehst daher, weil. Ja, um ehrlich zu sein. Wow. Konservative verlieren, alle anderen gewinnen. Auch gut. Stanley Jevons. Ob man den so ausspricht. Einfluss von Jevons auf die Wirtschaftswissenschaften war von größter Bedeutung. Als Vater der neoklassischen Wirtschaftsansatzes ist sein Name untrennbar mit der Geschichte verbunden. In manchen Fragen hielt er aber kurz vor dem Ziel an. Naja, okay, noch eben zu einer. So, nächster halt Istanbul. Sehr gut. Das ist ja interessant. Boulevardjournalismus. Hey, die Kronenzeitung ist erfunden worden. Es ist daher die eherne Pflicht jedes österreich-ungarischen Bürgers in dieser Stunde. In dieser dunklen Stunde sein Land mit allen Mitteln zu unterstützen, die ihm zur Verfügung stehen. Mit allen Mitteln, die notwendig sind, noch sehr was. Eine der landesweiten Zeitungen hat eine Stellungnahme veröffentlicht, welche die hurra-patriotische Kriegspolitik unserer Regierung unterstützt. Das sind natürlich großartige Nachrichten und die Frage ist, wie wir diese Veröffentlichung das meiste Kapital schlagen können. 5% mehr für Hurra-Patriotismus oder Prestige? Prestige, wir brauchen schon Hurra-Patriotismus.
So, Istanbul hätten wir. Istanbul Check. Und zumindest jetzt sollten sie einwilligen. Ich wüsste jetzt nicht, was sie noch dagegen haben können. Gut, du gehst nach Sench. Eigentlich durch dieses Land. Jetzt schon. Okay. Kommen die auf das, dass sie da dagegen sein können? Vielleicht können wir Deutschland beides anbieten. Ah, war kein Dings. Vielleicht bietet uns Deutschland beides an. Okay, machen wir es so. Hey, wir können Sambesi gründen. Als eigenen Staat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gute Nachrichten. Wir nehmen als nächsten Start. Schaut, müsste eigentlich auch bald soweit sein, 0,7. Ja, 0,7. Okay, das wird es wahrscheinlich nicht mehr spielen bis zum Ende des Spiels. Mit Ägypten wahrscheinlich auch nicht mehr. Nehmen wir ein eher kleines, so wie Äquateur. Kassembe hat immerhin schon 64%. Oh ja, nimm mal Kassembe, was soll's. Und bereits 17% Österreicher, mal schauen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was wir als nächstes machen, Herrschaften, ist unsere neuen Ländereien begutachten. Hurra! In 8 Fabriken. Hannover. Hannover, Hannover, Hannover. Osthannover. Osthannover. Schascha. Immerhin, warte mal, wir haben da 136.000, nochmal 10.000 sind 140, 150.000 Maxon. Schaffen wir die da eh alle rein? Ja, wir schon schaffen irgendwie. Wie schaut das aus? Haben wir noch Arbeitslose? In Böhmen. Noch immer. Unfassbar. Da ist eh schon so viel. Wir bauen das schneller. Ja.
wenn mehr Leute kommen, mehr Leute, schneller Leute dazu, als wir Fabriken bauen können. Das ist unglaublich. Dabei haben wir dort nicht einmal irgendwie. Pardon, meine Herrschaften. So, na gut, ich werde für heute Schluss machen. Ich stelle jetzt dann noch meine Truppen unter. Nach Stade zum Beispiel. Und sag euch bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und gute Nacht. Boah, ich nehme das auch groß, was Marvin fallen doch noch auseinander vielleicht. Bis zum Ende des Spiels, naja, wahrscheinlich eher nicht. Also dann, Herrschaften, gute Nacht, schlaft's gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.